Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing. Gestern haben wir ja schon mal ein paar Sachen gefangen. Und heute werden wir nochmal tauchen gehen und den Strand erkunden. Wir schauen gleich mal, was wir heute für ein schönes Rezept bekommen. Eine neue Kammmuschel wäre sehr, sehr schön. Da schauen wir gleich auch noch nach. Ja. So. Okay, Riesenteddy brauche ich nicht. Hier, Alter, die haben immer nur Müll. Müll, Müll, Müll. Wirklich. Echt unter aller Sau hier. Der Laden. Früher war der Laden besser. Ja. Jetzt ist es mal gesagt. So, ist jemand auf dem Festplatz? Oh ne, niemand. Okay. Das heißt, irgendjemand läuft herum. Von den Käfern brauche ich eigentlich zu dieser Zeit hier zwischen 8 und 17 Uhr nur die Zikadenhaut. Aber ich weiß nicht woher. Oh, Entschuldigung. So. Willst du kurz niesen? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was das morgens früh mal ist hier. Mann, 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 Mann. Okay. Matrosenhemd, das haben wir, glaube ich, schon. Pompös haben wir auch schon. Matrosenmütze müssen wir auch haben. So ein Zylinder? Ich glaube, den haben wir tatsächlich noch nicht. Will ich den in der Farbe mal mitnehmen? Rundbart, den haben wir auch noch nicht. Daran würde ich mich erinnern. Ja, nehmen wir mit. Ja, können wir auch tragen. So. Sehr schön. Ja, 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 mach das mal und tschüss. So, vielleicht haben wir heute Glück mit dem Strand, dass Gulliver da ist. Weil bis jetzt habe ich noch keine Assisa gesehen, keine... Oh Gott, wen gibt es denn noch? Hier. Oh, Riesenmuschel. Riesenmuschel sollte ich mitnehmen. Sollte ich mal lieber mitnehmen. So, die brauche ich nicht. Noch ein Sand Riesenmuschel, Alter. Wieso sind hier so viele Riesenmuscheln? Okay, zwei. Vielleicht ist wahrscheinlich noch ein Sanddollar. Ja. Okay, cool. Dann gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ein Wasserspiel. Oh, das haben wir tatsächlich noch nicht. Wasserspiel, was war das denn? Ah, das war das. Ja, ja, kenne ich. Ich hatte gerade nur die ganze Zeit im Kopf das Windspiel. Und dieses Pendel. Was gar nichts mit einem Wasserspiel zu tun hat. Aber egal. So, anderer Strand, anderes Glück. Deswegen an Bäumen muss ich jetzt nicht aufpassen, denn uns fehlt zu dieser Zeit noch der Fisch. Der Napoleon-Fisch. Vielleicht kriegen wir den gleich. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Oh, was haben wir hier? Sanddollar. Okay. Und ja! Ja! Ja, wir haben Gulliver. Nee, Gulliver. Oh, noch nicht, Mama. Ich bleib noch in der Koje. Oh, was soll ich am Steuerrad? Ist doch alles stockfinster hier. Schnarch. Oh, wenn ich nur einen Kaper in meinem Lapskaus finde, schrubbt ihr das Hauptdeck. Der Sturm ist so heftig. Das war's, Männer. Gleich holt uns der Klabautervogel. Kannst mal bitte aufstehen? Nach diesem Schmaus werde ich als Wal leben. So dick und rund werde ich sein. Her mit dem Fraß. Schnarchende Barsche, das ist Schiebung. Fauler Zauber, wo ist mein Piratenbankett? Ich, Captain Gulliver, lasse mir keine Klabautergaukeleien bieten. Wo steckt der schmierige Smoothie? Der mir den der Schmausetraum vergällt, wärst du's etwa, hä? Ach nein, schmierig siehst du nicht aus. Und wo ich's mir so überlege, hast du mich wohl gerettet.
Ohne dich hätte ich im Traum wohl die Muscheln vom Strand gefuttert. Schalen inklusive. Also, vielen Dank, Matrose. Von mir und meinem Magen. Aber dafür brummt's bei mir im Schädel ganz gewaltig. Da hatte ich wohl zu gut das Deck geschraubt. Ein falscher Schritt und schwupps ging's über die Reling. Aber ein Seemann kann das nicht erschüttern, denn selbst auf hoher See gibt's die moderne Technik. Hier habe ich was, damit kann ich Tag und Nacht ein schniekes Schiff vorbeirufen, egal wo, Harre. Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meinen festen, griffigen Fernsprecher, hä? Oh. Heilige Eckborde! Mein treuer Fernsprecher ist futsch, verfolgen wie Schiffsglockenklang im Nebel, Arre. Bei dem Wellengang muss mir das Ding aus der Tasche gerutscht sein. Das heißt ja, ich sitze hier fest und muss warten, bis meine Leute von selbst herfinden. Was treibe ich nur so lange? Mal überlegen. Ahoi, du da, mit dem Kopf so groß wie eine Boje. Würdest du einem armen Gestrandeten helfen, seinen Fernsprecher wiederzufinden? Ja. Arre Matrosen-Ehrenwort, da packt mich doch gleich die Tanzwut. Mein Riecher sagt mir ja, dass mein Fernsprecher irgendwo im Meer um die Insel sein müsste. Was, im Meer? Aber ich muss hier bleiben und Ausschau halten, falls meine Leute doch noch vorbeischippern. Ob du dich nicht ins Meer wagen und meinen Fernsprecher suchen könntest? Das wäre astrein. Aber schau vorher, dass du auch Platz in der Tasche hast, sonst bleib zurück, das gute Stück. Puh, es war anstrengend, den zu sprechen, wirklich. So, komm mal her, Fisch. Du bist, glaube ich, riesig. Oder auch nicht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber du bist ein Fisch, den ich verkackt habe. Genau. Das war's, was ich sagen wollte. So, wir tragen jetzt erstmal das tolle Outfit hier. Okay, zum Glück müssen wir nicht mal die Schaufel dann benutzen. Sondern müssen jetzt einfach so hier irgendwie herumschwimmen und dieses Ding da finden. Prozentuell. Das wollte ich sagen. Ist, glaube ich, auf dem Meer tatsächlich schwieriger, dieses Ding zu finden. Naja. I try my best. Und wir wollten ja eh hier tauchen nach einer Kammmuschel. Dann passt das eigentlich. Genau. Ach ja, ne? Ich habe wieder schön geträumt. Diesmal war es so Richtung Star Wars, würde ich sagen. Und irgendwie so Rainbow Six, würde ich eher sagen. Obwohl ich Rainbow Six noch nie gespielt habe. Aber ich weiß, glaube ich, dass man da verteidigen muss. Und zwar die Geiseln muss man dort verteidigen. Und so ähnlich war auch mein Traum irgendwie. Nur im Star Wars-Universum. Also ich weiß nicht, ob das... Also ich weiß zumindest, dass ich ein Lichtschwert hatte. Und eine Granate. Und sowas halt. Es war sehr, sehr interessant tatsächlich. Es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Also es hat sich eher angefühlt wie ein Spiel, weil man nachdem man gestorben ist, wurde man dann halt wiederbelebt zum Spawnpunkt und muss dann wieder los. Es war echt ganz schön cool, tatsächlich. Ja. Ob ich gewonnen oder verloren habe, habe ich keine Ahnung. Aber es war schon ganz cool irgendwie. Irgendwie schon. Ja. Bin heute außerdem um 6 Uhr aufgestanden. Sehr cool, ne? Nachher gibt's Bratkartoffeln. Da freue ich mich ja wieder drauf. So, komm, Fernsprech, Ding, Siebums. Kannst jetzt hier mal langsam erscheinen. Nein? Okay. Okay, dann nicht. Ich habe die 12 Geschworenen auf Netflix angesehen. Durchgesehen. Staffel 1. Da geht es um ein Geschworenengericht, die das Schicksal einer jungen Dame entscheiden müssen, ob sie schuldig oder nicht schuldig ist. Und am Ende, also bis zum Ende, könnt ihr dann selbst Notizen machen und sowas. Und dann selbst für euch entscheiden, ob sie schuldig war oder nicht. Bis zum nächsten.
Und ja, es war echt cool. Ich habe mich auf jeden Fall falsch entschieden. Zumindest in einem Punkt. Ja. Da könnt ihr dann auch mal gucken, ob ihr es schafft. War sehr cool, die Serie, ja. Arne, hast du ihn gefunden? Arne, mein Fernsprecher! Endlich ist er mir wieder nah. Tada! Danke, du bist der beste oberste Kajüte auf einem 5-Sterne-Ka. Jetzt kann ich meine Jungs rufen. Hergehört in ihr alle. Hier spricht euer Captain, der mit dem Plan auf dem Kahn. Ich bin schon wieder irgendwo aufgelaufen, also kommt mich holen. Meine Koordinaten sind denn mal tau. Sonst gibt's eine Woche lang nur Sauerkraut. Euer Chef Captain Gulliver. Arr, herzlichen Emoji senden. Arr, so, das wird's mit dem Faulquappen. Hoffentlich Dampf im Kessel machen. Du bist mein Held, dafür kriegst du eine Belohnung. Versprochen, komm demnächst per Schiffspost. Ah, jetzt geht's mir besser. Dann kann ich ja jetzt einfach hier am Strand spazieren gehen. Aber besser böse gucken, damit keiner merkt, dass ich hier bloß rumfaulenze. So, für au. Okay, dann mach das mal, Herr Gulliver. Wir kriegen hier was Neues. Ah, hier. Lebensretter, schon 10-mal, super. Noch 40-mal und ich bekomme eine Schaufel. Eine goldene Schaufel, also das Rezept. So, dann würde ich halt sagen, dass wir mal eben noch die Sachen nach Hause bringen und dann gehen wir noch mal ein bisschen tauchen. Ich hoffe, wir kriegen heute ein neues Muschelrezept. Nixenrezept. Das wäre echt mal schön. Nach der letzten Woche, wo es irgendwie gar nichts gab. Riesenmuscheln weg. Seebocke. Perle habe ich ja gestern bekommen. Oh. Nee, ich wollte nicht hier präsentieren. Mann. So. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob da hinter der Schneiderei noch Sachen lagen. Weil ich habe gestern mein Inventar kurz ausgeleert. Zumindest die Fische. Ich wollte nicht wieder zurücklaufen. So, ab geht's ins Wasser. Aber ich werde es auch mal wieder gerne am Strand. Ja. Ist immer ein bisschen blöd. Wenn man jemanden auf Instagram sieht, ja, der dann irgendwie gefühlt jede Woche in Holland ist, ja? Ja, ich rede von dir, auch wenn du die Videos hier nicht schaust, aber ich bin immer ein bisschen neidisch, ja? Kannst du mich ja auch mal fragen, ob ich mitkommen möchte. Aber ich weiß ja, dass er immer mit seiner Freundin reingeht, deswegen denke ich ja nicht. So. Okay, da ist was. Da ist was. Was haben wir denn da Schönes? Ich hoffe immer noch auf eine Kammmuschel. Bitte, bitte, bitte. Nee, ist es nicht. Oh, dieser Bart, ne? Der irritiert mich total. Total. Ah, gestern war die Ubisoft-Pressekonferenz. Die war, ja, war in Ordnung. Die haben 4 von Watch Dogs gezeigt und 4 von Valhalla. Assassin's Creed war halt da. Sonst gab es noch ein kleines, also Brawlhalla kommt fürs Handy. Okay. Dann kam noch irgendein Handyspiel und das war's, glaube ich, schon tatsächlich. Also so viel haben sie jetzt nicht gezeigt. Ich würde mal sagen, grob geschätzt 5 Spiele. 5 oder 4 Spiele waren es nur. Also nicht allzu viel. Da hat allein schon Pokémon mehr Spiele rausgehauen, die dieses Jahr noch kommen. Das muss man Pokémon dann auch mal zugute halten, ne? Auch wenn die Spiele nur Pokémon Snap interessant sind. Ja. Genau. So. Ein Oktopus.
Octopus. Und weiter geht's. Die haben nicht mal ein Just Dance angekündigt, ne? Also ich denke, das kommt dann halt, dass im Herbst irgendwann nochmal eine Dings kommt, so eine PK. Und dann wird wahrscheinlich Just Dance auch angekündigt. Aber die haben das nicht angekündigt. Hat mich echt gewundert. Hat mich wirklich gewundert. Ach, und die haben Far Cry angekündigt. Und irgendwie soll El Presidente von Tropico da irgendwas, irgendeine Rolle haben. Ich habe keine Ahnung, Leute. Far Cry habe ich nie gespielt, deswegen weiß ich es nicht. Assassin's Creed habe ich zumindest, glaube ich, 3 Teile gespielt. Und Watch Dogs habe ich Let's Play zugesehen zu Teil 1. Genau. Das ist keine Kammuschel. Hallo, ich brauche eine Kammuschel. Du Meer der Meere. Ich brauche eine Kammuschel. Sieht das nur so aus, oder? Ist mein Muschelrucksack, der schwimmt an der Oberfläche. Kann das sein? Sieht so ein bisschen danach aus. So? Weiß ich nicht, ich bin nicht sicher. Oder er schwebt etwas über meinen Klamotten. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Genau. Und runter mit mir. Ja, eine Kammusche. Kommt er? Ach nö, als ob er jetzt nicht kommt. Okay, wir brauchen noch eine, Leute. Noch eine Kammusche. Oh, ist das nervig, dass er da jetzt nicht kam. Wieso kam der Junge jetzt nicht? Ist anstrengend genug, eine zu finden, Leute. Ja, komm, komm, komm. Mann, Mann, Mann. Wieso bin ich eigentlich so erkältet, Leute? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts Falsches getan. So, dann gucken wir mal. Also wenn morgen irgendwas hier ist, ne? Dann werde ich. Dann kommt morgen Animal Crossing, sonst kommt Minecraft Dungeons. Ja, das ist so der Plan. Komm, ach Mann, ich brauche doch nur eine Kammuschel. Jetzt gib mir hier eine Kammuschel. Oh, Mann, ey. Oh, ich will gleich Fragen raus, ey. Wie nennt man das? Would you rather? Was willst du eher? Oh Gott, vollkommen daneben. Vollkommen daneben. Oh, ein Oktopus. Was würdest du eher? Okay, jetzt haben wir 67 Fragen, Leute. Ist das nicht was? Oh, was hat er jetzt hier? Nee, ich will nicht zur Umfrage. Hallo. Ah, jetzt geht's. Okay. Ich habe schon was von Harry Potter gelesen, das kann ja nur super werden. Würdest du eher eine Woche lang kein Fernsehen oder kein Internet haben? Auf jeden Fall kein Fernseher, weil das habe ich jetzt in den letzten Wochen auch geschafft. Momentan schaue ich eh nur Pokémon auf dem TV. Auf Super RTL kommt das dann immer sonntags um 10.30 Uhr circa. Und deswegen ist da eigentlich meine Antwort relativ klar. Genau. Würdest du eher einen Harry Potter Marathon oder einen Herr der Ringe Marathon machen? Auf jeden Fall Harry Potter. Das wird wahrscheinlich länger dauern als der Herr der Ringe Marathon. Denn ich würde dann natürlich noch die 2 Grindelwald Filme dazu zählen, so wie bei Herr der Ringe die 2 Hobbit Filme. Und bei
Harry Potter werde ich einfach ein bisschen mehr unterhalten. Deswegen Harry Potter auf jeden Fall. Ja. Willst du eher ein Superheld oder ein Bösewicht sein? Oh, ich glaube, ich wäre der perfekte Bösewicht. Ich glaube, ich wäre wirklich der Bösewicht. Aber Superheld hätte ich auch nichts dagegen. Eins von beiden wäre schon drin, Leute. Genau. Willst du ein Leben lang mit deiner großen Liebe zusammen sein oder ein Leben lang reich sein? Ich glaube tatsächlich... Sorry, Leute. Ich glaube, ich wäre lieber reich. Ja. Ich glaube schon. Denn ich hasse Arbeiten. Bald muss ich ja arbeiten. Deswegen wäre ich lieber reich. Da wäre es mir egal. Ob ich dann irgendwann eine große Liebe habe oder nicht. Deswegen lieber reich. Und dann kann ich mir auch eine Frau kaufen. Wisst ihr? So. Würdest du eher deinen Schlüssel oder dein Handy verlieren? Oh, so oft verliere ich das gar nicht. Also ich weiß dann relativ schnell, wo es ist. Weil ich nehme mein Handy immer mit auf die Toilette und wenn ich dann zurück auf mein Bett springe und dann denke ich mir so, ach nee, habe ich mein Handy jetzt wieder vergessen. Deswegen würde ich eher sagen Handy. Aber obwohl das ist ja eigentlich nicht das vergessen. Ja, doch, kurz ist es vielleicht vergessen, aber ich weiß eigentlich sofort, wo es ist, auf der Toilette. Deswegen weiß ich nicht. Ja. Ja. Willst du eher mit jemandem verheiratet sein, den du nicht liebst oder dich nicht liebt? Oder der dich nicht liebt? Jemanden heiratet sein, den du nicht liebst oder der dich nicht liebt? Oh, ich glaube, dann wäre ich dann eher so einer, der... Ja, wenn... Ja. Ich glaube, das hat was mit der Fragestand zu tun. Ob derjenige mich gefragt hat, weil ich bin echt ein schlechter Neinsager. Zumindest in der Realität. Oh, Kacke. Den habe ich nicht bekommen. Jetzt aber. Komm. Hinterher. Super. Ja. Das hat damit ein bisschen was zu tun. Wenn jetzt irgendwie eine Freundin, also eine gute Freundin fragen würde, dann würde ich dann sagen, okay. Okay, dann würde ich halt ja sagen, ja. Weil ich halt einfach so gut bin. Weil ich einfach zu gut für die Menschheit bin. So. Willst du eher nie mehr eine Hose tragen können oder nie mehr ein Oberteil? Das ist mir eigentlich sowas wohl egal. Denn ihr müsst vorstellen, ich bin eh fast den ganzen Tag nackt. Deswegen, außer wenn ich rausgehe, dann nicht. Aber zu Hause bin ich immer nackt. Laufe ich immer nackt zurück. Auch wenn Besuch hier schläft, ne? Dann. Ich mag das nicht, wenn irgendwie Kleidung, während ich schlafe. Da ist. Dann frage ich auch immer, ne? Wenn die Leute hier dann schlafen wollen. Willst du im Bett schlafen oder willst du auf dem Sofa schlafen? Sagen sie meistens Bett. Da denke ich mir dann immer so, okay. Okay, ist in Ordnung. Aber du musst wissen, ne? Ich schlafe nackig. Dann sagen sie auch kein Problem. Ja, ihr könnt selbst interpretieren, was sonst noch passiert. Doch. Sonst würde ich eher sagen, keine Hose tragen. Oder? Kein Oberteil? Oh, ich weiß es nicht, Leute. Ich trainiere momentan meine Brustmuskeln, deswegen... eigentlich. Mein Bauch finde ich eigentlich in Ordnung. Aber meine Brust, die finde ich echt schwammig, deswegen mache ich die zurzeit noch. Deswegen würde ich eher sagen Hose, weil meine Beine sind noch gut geformt, würde ich sagen. Willst du eher jeden Tag dasselbe essen oder jeden Tag etwas anderes essen für den Rest deines Lebens? Für den Rest deines Lebens. Das würde dann bedeuten, nie wieder Pommes. Und da bin ich ehrlich, ich kann jeden Tag Pommes essen. Ich kann auch jeden Tag Bratkartoffeln essen. Ich hätte damit kein Problem. Spinat, na, nicht mehr momentan so oft. Deswegen würde ich sagen, Pommes kann ich jeden Tag essen. Bratkartoffeln auch. Ja. Werden dann zwei Leibspeisen. Welches dann am Ende wird, ich denke dann Pommes... Weil die verkacke ich nicht so oft wie Bratkartoffeln. Genau.
Willst du nie wieder die Haare schneiden können oder nie wieder die Haarfarbe ändern? Da ich noch nie meine Haarfarbe geändert habe, würde ich sagen, ja, nie wieder die Haarfarbe ändern. Ja. Willst du eher berühmt sein für etwas Schreckliches oder für immer unbekannt bleiben? Ach, mir wäre beides recht. Ich meine, unbekannt bin ich ja momentan, ne? Deshalb, ja, Schreckliches. Muss ja nicht Schreckliches von mir ausgegangen sein, sondern eher, wenn vielleicht irgendjemand, keine Ahnung, wenn jemand einen Mord begangen hat, ja, hier, an meiner Mitbewohnerin, und ich das dann überlebt hätte, dann wäre ich ja schon berühmt. Und das ist dann für was Schreckliches berühmt worden. So. Genau. So. Willst du eher nie wieder ernst sein oder nie wieder lachen können? Puh, mein Humor ist eh so grenzwertig. Ich lache zwar gern, also ich lache gern Menschen an, aber so allgemein lache ich seltener, oder? Nee. Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, richtig ernst kann ich auch nie sein, deswegen will ich eher sagen, dass ich dann, dass ich nie ernst sein kann. Ja. Lebenslang auf Pizza oder auf Nudeln verzichten? Dann auf Nudeln, weil ich mag Pizza lieber. Ja. Lieber lebenslang Kleidung tragen, die zwei Nummern zu groß oder zwei Nummern zu klein ist? Oh, zu groß dann. Zu klein geht, glaube ich, nicht bei mir. Nee. Nee, da würde ich mich ja noch unwohler fühlen. Ja, Johannes ist da. Oh, bitte schenk mir jetzt ein Rezept. Bitte. Hey, Mann, magst du vielleicht deine Kammusche an mich abtreten? Klar, nimm ruhig. Wow, voll großzügig von dir, Mann. Wer so spendabel ist, der soll auch im Gegenzug was Nettes erhalten. Außerdem will ich nur eine meiner Weisheiten mit dir teilen. Dann passt mal auf. Luft ist sowas wie unsichtbares Wasser. In dem Sinne sind wir selbst an Land in einer Art Meer. Mann, pack das mal in dein Oberstübchen. Peace out. Oh Gott, haben wir wieder eine Perle bekommen? Ich sehe schon kommen. Och man, wir haben schon wieder eine Perle bekommen. Oh, ich hasse Johannes. Mann, der gibt mir immer nur Perlen. Okay, letzte Frage für heute, ja? Nie mehr deine Lieblings-App nutzen können oder nie mehr deine Lieblingsserie sehen? Was ist denn meine Lieblings-App? Muss mal selbst kurz überlegen. Oh, Instagram ist, glaube ich, meine Lieblings-App momentan. Aber nie wieder eine Serie? Oh, das ist doch echt hart, oder nicht? Oh Gott. Nie wieder eine Serie schauen oder Instagram löschen. Das ist tatsächlich echt eine schwierige Frage. Oh Gott, das weiß ich nicht. Ich liebe Instagram, Leute. Ich liebe Instagram. 500, dankeschön. So, wir haben jetzt schon 10-mal den Otter da bekommen, ja? Und nur einmal das Rezept. Finde ich lächerlich. Doch. Deswegen beenden wir jetzt den Part. Die Frage werde ich beantworten, indem ich sage, ich kann nichts auf beides verzichten. Ich kann nicht auf beides verzichten. Serie. Oh, ich liebe Serien. Aber ich liebe auch Instagram. Ich weiß, ihr würdet jetzt wahrscheinlich Serien sagen, aber ich liebe Instagram wirklich sehr. Aber ich liebe Serien auch. Oh, nee, ich bekomme Kopfschmerzen. Tschüss, Leute, das war's für heute. Bis dann, euer Kamitor rein und ciao.